Hier ist der Marktplatz Neumarkt. Schön, dass Sie mit dabei sind. Dass Niederhofen ein Teil von Pilsach ist, das wissen seit dem letzten Wochenende wieder ein paar Menschen mehr. Denn dort fand das Soundhorn-Festival statt. Ein dreitägiges Musikevent, das nicht nur für die junge Generation gedacht war, sondern auch für die noch jüngere. Bring your family hieß das Motto, und das hat sich unser Reporter Klaus Thomas nicht zweimal sagen lassen und seinen eigenen Nachwuchs eingespannt. Hallo, wir sind heute auf dem Soundhorn und wir testen uns heute auf die Familien- und Kinderfreundlichkeit. Und jetzt geht's los. Es ist nicht das erste Festival, das die beiden besuchen, aber das Soundhorn ist die erste Outdoor-Veranstaltung, die sich mit ihrem Angebot ausdrücklich an Familien wendet. Zum zweiten Mal heißt es in Niederhofen Bring Your Family. Weil wir selber einfach die Erfahrung gemacht haben, dass wir mit Kindern schwer Konzerte besuchen können und entweder Kinder Konzerte besuchen müssen, in Anführungszeichen, für die Kinder oder was für uns, und das aber schwer zu kombinieren ist, und deswegen Soundhorn Festival für die ganze Familie. Für Luise und Gabriel geht es nach Erhalt des obligatorischen Bändchens natürlich zuerst einmal vor die Bühne. Denn beide sind in erster Linie wegen der Musik hier. Dort spielen tagsüber eher kleinere Bands, die von den Veranstaltern die Chance bekommen, ihre Songs auf der großen Bühne zu präsentieren. Aber was heißt familienfreundlich auf Festivals? Wichtig ist, dass die Kinder auf dem Gelände auch einmal alleine losziehen und die Eltern in Ruhe der Musik lauschen können. Ein gutes Sicherheitskonzept und die vielen Sitzmöglichkeiten sorgen hierfür. Getränke und Essen sind natürlich auch wichtig. Preislich bewegt sich das Soundhorn hier mit einer guten Auswahl auf normalem Festivalniveau. Für das Essensangebot würde ich eine 10 geben, weil es viele verschiedene Gerichte gibt und auch leckere Sachen. Ich würde auch 10 geben, auch fürs Trinken, weil das schmeckt einfach gut, und das Essen auch. Die Bands stehen natürlich im Mittelpunkt, aber Kinder wollen den ganzen Tag über beschäftigt sein. Während Sandkasten, Zirkuszelt, Kletterturm und Wasserrutsche eher die Jüngsten ansprechen, geht es für Mutige auf dem Mountainbike durch Wald und Wiese. Es kann auch einfach gekickt werden. Danach geht es aber immer wieder vor die Bühne. Das Freizeitangebot würde ich mit 8 bewerten, weil es auch nicht so viele Sachen für größere Kinder gibt, sondern eher für kleinere. Den Spaßfaktor würde ich mit 9 bewerten, weil die Band gute Musik macht und auch die Stimmung gut ist. Auch auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz wird beim Soundhorn großer Wert gelegt. Die Trinkbecher sind natürlich abbaubar und es gibt eine Menge an gut platzierten Mülleimern, um Abfall zu entsorgen. Während die Besucher tagsüber oft gechillt und aus einiger Distanz der Musik lauschen, der Sound ist auch 50 Meter von der Bühne entfernt noch erstaunlich gut, wird es beim Hauptakt, den Elektropoppern von Glasperlenspiel, schnell voll vor der Bühne. Das Soundhorn Festival bereichert die Kulturlandschaft rund um Neumarkt. Die gute Auswahl an Bands, das liebevoll eingerichtete Gelände auf den Jurahöhen und das Konzept der Familienfreundlichkeit machen schon jetzt Lust auf das nächste Jahr. Gleich nach einer kurzen Pause besuchen wir das Oldtimer-Treffen in Mühlhausen, bei dem am letzten Wochenende unter anderem Mensch gegen Maschine kämpfte. Außerdem macht die Hansdorfner Fußballschule Station im Landkreis. Das und mehr gleich. Bäckerei Planck präsentiert Par Payasso, das Franzosenbrot aus dem wiederentdeckten Rezeptbuch unseres Firmengründers mit Zutaten aus Frankreich. 100% handgedreht und auf Stein gebacken. Jetzt genießen und gratis Brotzeitmesse erhalten. Hier wird Luxus lebendig. Im Museum für historische Maybach-Fahrzeuge. Unsere Sammlung aus restaurierten Fahrzeugen und Originalbauteilen ist weltweit einzigartig. Das Museum für historische Maybach-Fahrzeuge.
Andere haben das, was man rund ums Auto braucht. Wir haben alles, was man rund ums Auto braucht. Der Autoladen Neumarkt. Ihr Fachmarkt für hochwertige Ersatzteile sowie Zubehör und Pflegeartikel von namhaften Herstellern. Bei uns finden Sie Werkzeuge für Kfz-Arbeiten aller Art und Mitarbeiter, die durch Fachwissen überzeugen. Der Autoladen Neumarkt, Oberes Moos 4. Der VDK. Anwalt sozial benachteiligter Menschen und Kämpfer für soziale Gerechtigkeit. Sie haben Fragen zu Rente, Behinderung und Pflege? Wir kümmern uns mit Ihnen darum. Sozialrechtsberatung mit Herz und Verstand. Werden Sie Mitglied beim VDK. Wir helfen Ihnen weiter, wenn es um Rente, Behinderung und Pflege geht. Neumarkt feiert Jura-Volksfest vom 9. bis 19. August mit großem Umzug am Festsonntag, den Familiennachmittagen mit halben Preisen, sportlichen Highlights mit Ringen, Fußball und Boxen, großer Pferde- und Fohlenschau sowie vielen weiteren Programmhöhepunkten. Jura-Volksfest 2019. Hier feiert nicht nur Neumarkt. Wir bieten Lebensqualität, nicht nur beim Jura-Volksfest. Viel Spaß wünschen Ihre Stadtwerke Neumarkt. Seit über 60 Jahren am Neumarkter Volksfest. Bei Haxen Liebermann gibt's saftige Hindel, knusprige Haxen, herzhaft belegte Semmeln und viele weitere Gaumenfreuden. Haxen Liebermann, besuchen Sie uns an den Jurahallen. Die BG in Gleichau mit ihren 60 qualifizierten und freundlichen Mitarbeitern verfügt über umfangreiches Know-how und erarbeitet selbst für komplizierte Sachverhalte mit Ihnen zusammen eine passende Lösung. Ob Haustür, Garagentor, Sonnenschutz, wir haben für jeden Bedarf das passende Produkt. Hier findet jeder sein passendes Profi-Werkzeug in unserem riesigen Sortiment. Kommen Sie zur BG in Gleichau, Ihrer Handwerkstatt und Bäderseen Planen Kaufen Ausstellung in Neumarkt. Wir machen immer etwas mehr als nötig. Jura Clean in Neumarkt. Gebäudereinigung, Raumpflege, Hausmeister und Winterdienst. Mehr Infos unter jura-clean.de. Genießen Sie Ihren Rasen, anstatt ihn zu mähen. Mit den intelligenten iMo-Mährobotern von Stihl. Geeignet für Flächen von 50 bis 5000 Quadratmeter und dem Rundumservice von Dorner. Von der Beratung über die Installation und Programmierung vor Ort bis hin zur regelmäßigen Inspektion und Wintereinlagerung. Wir sind Ihr Partner für sattes Grün, das keine Arbeit macht. Vereinbaren Sie jetzt einen kostenlosen Beratungstermin in Ihrem Garten. Willkommen zurück. Zum 30. Mal fand am Wochenende das Oldtimer-Treffen in Mühlhausen statt. Nun haben ja viele Oldtimer-Besitzer eine Beziehung zu ihren Fahrzeugen, die man fast schon als motorisierte Ehe bezeichnen könnte. Unser Blick fiel allerdings auf einen Programmpunkt, bei dem es weniger um das Miteinander von Mensch und Automobil ging, sondern mehr um das Gegeneinander. Resi, ich würde gern mit dem Traktor abholen, aber ich komme irgendwie nicht von der Stelle. Beim 30. Oldtimer-Treffen in Mühlhausen hieß es nämlich Mensch gegen Maschine. Mensch gegen Bulldog, mal schauen, wie viele Leute da aus einem Bulldog ziehen können. Genauer gesagt mussten unterschiedlich große Gruppen einen Traktor mindestens 10 Sekunden lang am Wegfahren hindern. Dabei gewannen meist die starken Männer und Frauen dieses ungewöhnliche Duell. Wer sich am Sonntagvormittag nicht unbedingt durch den Dreck ziehen lassen wollte, konnte die zahlreichen Oldtimer bestaunen, welche aus allen Himmelsrichtungen ihren Weg zu diesem besonderen Treffen fanden. Im Landkreis ist es das älteste und bayernweit ist das drittälteste. Potenziell haben wir immer eine Steigerung von 20, 30 Fahrzeugen pro Jahr. Wir haben mit 7 Fahrzeugen haben wir angefangen vor 30 Jahren und jetzt sind wir bei knapp 550, 560 Fahrzeugen, die kommen.
dürften bei der Jubiläumsausgabe Autos, Busse, Traktoren und Motorräder, welche älter als 20 Jahre sind. Und letztendlich gab es vor Ort genügend landwirtschaftliche Maschinen, mit denen man Resi alternativ abholen konnte. Der Name Hans Dorfner dürfte so manchem Fußballfan etwas sagen. Zum einen, weil der Regensburger in seiner aktiven Laufbahn als Mittelfeldspieler in den Nationalmannschaften war, unter anderem 1988 bei der EM. Zum anderen, weil in seinem Namen regelmäßig in den Schulferien gekickt wird. Von Montag bis Mittwoch machte die Hans-Dorfner Fußballschule Station bei der DJK SV Pilsach. Das Fußballförderprogramm in den Ort zu bekommen, ist für die hiesigen Jugendtrainer ein echtes Highlight. Also absolut ist das natürlich ein Zucker für jeden Fußballverein, wenn er Stützpunkt sein darf für die Hans-Dorfner Fußballschule, die dieses Jahr 25-Jähriges hat. Wir haben das immer wieder mitbekommen, dass Kinder von uns in anderen Vereinen waren, haben mitgemacht. Und dann haben wir sich einfach gedacht, hey, von der Jugendabteilung holen wir mit her. Machen wir auch. Wir haben die Möglichkeiten, wir haben den Platz zur Verfügung, wir haben das nötige Know-how, wir haben Trainingsmaterial. Jeweils von 10 bis 16 Uhr war ein Programm geboten, das nicht nur die Teilnehmer im Umgang mit dem Leder schult, sondern auch Fairplay fördert und mit Fußballquiz, Mittagessen und mehr aufwartet. Also heute sind 59 Kinder dabei im Alter von 6 bis 14 Jahre. Von diesen 59 Kindern haben wir auch 8 Mädels in verschiedenen Altersgruppen, was uns wahnsinnig freut, weil 8 Mädels bei der Hansi-Dorfner Fußballschule ist wirklich meine Zahl. Die Kinder lernen heute unter anderem Technik, Disziplin, Ausdauer, Schnelligkeit, Passspiel, alles was zum Fußball dazugehört. Und unter anderem, vielleicht lernt der eine oder andere auch einen neuen Freund kennen, was uns besonders fällt. Und vielleicht findet der eine oder andere auch den Weg zu uns zum Sportverein. Vielen Neumarktern dürfte klar sein, wohin sie in den kommenden Tagen ausgehen. Denn in der Jurastadt beginnt wieder die 5. Jahreszeit. Am Freitag startet das Jura-Volksfest. Einige andere Veranstaltungen gibt es aber auch noch. Und auf die werfen wir jetzt einen Blick. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Bei der Erlebnisführung Die gepanschte Schweinerei kann man am Freitag, den 9. August, in die Historie von Beilngries eintauchen. Eine gute Stunde lang geht es mit szenischen Einlagen durch Ort und Zeit. Beginn ist um 20 Uhr am Kirchenvorplatz Hauptstraße 29. Infos dazu gibt's beim Touristikverband. Populärmusik aus der Alpenrepublik gibt es am Samstag, den 10. August, im Deutschordensschloss Postbauerhaing zu hören. Die Band Austria 7 präsentiert unter anderem Songs von Reinhard Fenrich, Wolfgang Ambros und der EAV, und zwar unter freiem Himmel im Schlossgarten. Beginn ist um 20 Uhr und Karten gibt es an der Abendkasse für 16 Euro. Im Rahmen der Reihe Bayern Tour Natur gibt es am Sonntag, den 11. August, eine Führung auf dem höhlenkundlichen Wanderweg durch Dietfurt. Höhlenforscher der Karstgruppe Mühlbach geben Einblicke in ihre Arbeit, erklären Geologie, Landschaftsgeschichte und vieles mehr. Eine Begehung der Höhle selbst ist leider nicht möglich. Start ist um 10 Uhr am Kirchplatz Mühlbach, Erwachsene zahlen 5, Kinder 2 Euro. Anmeldung bei der Touristinfo Dietfurt. Der Druck vom geschnittenen Holzstock spielt im Werk des heute im Hamburg lebenden Gustav Kluge eine große Rolle. Ausgewählte Holzreliefs, Druckstöcke und Skulpturen des Künstlers sind unter dem Motto Rote Watte aktuell in einer Sonderausstellung im Museum Lothar Fischer in Neumarkt zu sehen. Zum Beispiel am Sonntag, den 11. August von 11 bis 18 Uhr. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Und das war's für heute. Schön, dass Sie mit dabei waren. Am Freitag begrüßt Sie dann Verena Greithahner zur ersten Sondersendung vom diesjährigen Jura-Volksfest. Ihnen bis dahin eine gute Zeit und danke fürs Zuschauen. Würde für den Menschen bedeutet für mich Nächstenliebe, Respekt, Libertad, Chancengleichheit, Gesundheit. Education. Les droits de l'homme. Gerechtigkeit. Würde ist mehr als nur ein Wort. 60 Jahre Brot für die Welt. Würde für den Menschen.